Ja, das ist ganz wunderbar übergeleitet oder eingeleitet, weil ich habe ja eben, während ich Annelie Bundenbach zugehört habe, auch über den großen Wurf nachgedacht oder das große Gegenmodell, die Alternative zum Bestehenden, was auch immer. Und aus meiner Sicht besteht ja gegenwärtig sowohl das Problem als auch die Chance darin, dass gar kein Gegenentwurf vorliegt. Wir haben keinen. Und zwar würde ich das damit begründen, das ist jetzt keine Apologie dessen, was im Moment an Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik, Sozialpolitik und sowas gemacht wird. Ja, aber wir befinden uns natürlich im 21. Jahrhundert in vielfacher Hinsicht an einer ganz anderen Stelle als im 20. Jahrhundert, wo Gegenentwürfe konzipiert worden sind, die vielfach übrigens den historisch doch erheblichen Nachteil gehabt haben, dass, wenn man sie begonnen hat, tatsächlich zu verfolgen, sie Wirkungen gezeigt haben, die ursprünglich nicht beabsichtigt gewesen sind. Das ist das große Problem mit gesellschaftlichen Masterplänen. Das gab es im 20. Jahrhundert in unterschiedlichen Varianten. Sie alle sind fürchterlich geendet. Und die Problemstellungen, die wir im 21. Jahrhundert haben, sind natürlich in vielfacher Hinsicht andere. Es ist ja nicht nur das Problem von sich vertiefender sozialer Ungleichheit im globalen Maßstab und auch in nationalen Maßstäben. Es ist auch nicht der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit alleine, der als Problemtreiber im 21. Jahrhundert eine zentrale Rolle spielt, sondern es ist eine extrem tiefgehende Generationenungerechtigkeit, die wir dadurch zu verzeichnen haben, dass auf sämtlichen Ebenen künftigen Überlebens Ressourcenübernutzung stattfindet oder Übernutzung von Senken stattfindet für Emissionen und so weiter. Und dass wir dieses Ganze registrieren in einer historischen Situation, in dem ein Wirtschaftsmodell sich über den ganzen Planeten ausbreitet. Sodass wir im Grunde genommen eine totale Paradoxie haben, eine glasklare Analyse, dass man ausgerechnet mit diesem Wirtschaftsmodell nicht in die Zukunft oder nicht über das 21. Jahrhundert kommen wird, weil dieses Wirtschaftsmodell im Kern zutiefst unökonomisch ist. Unökonomisch in dem Sinne, dass es seine eigenen Voraussetzungen verzehrt. Das ist also eigentlich eine simple Angelegenheit. Aber wie die Geschichte so spielt, solange noch für die Akteure genug da ist, was man in die Wachstumswirtschaft einspielen kann, solange dreht das Ding noch heißer und steigert die Übernutzungsgeschwindigkeit in viel höherem Maße, als wir das im 20. Jahrhundert noch gewohnt gewesen sind. Das ist die Situation, in der man sich im Moment befindet. Der spektakuläre Befund, der meines Erachtens nach damit zusammenhängt, ist, dass man einfach sehen muss, dass im Unterschied zum 20. Jahrhundert und insbesondere zum 19. Jahrhundert, wo man im Raum expandiert ist, um seine wirtschaftlichen Interessen zu realisieren, man mittlerweile, das ist eine Folge der Globalisierung, halt nicht mehr in diesem Maße in den Raum expandieren kann und gehen kann, sondern als einzige Ressource für die Fortführung dieser Form des Wirtschaftens die Zeit übrig geblieben ist. Man benutzt gewissermaßen die Ressourcen, die den Nachkommenden zugestanden hätten, um jetzt das noch zu realisieren. Also das Charakteristikum dessen, was gegenwärtig stattfindet, ist Zukunftsverbrauch in einem radikalen Maße. Das stellt solche traditionellen Fragen wie die soziale Frage oder basale Interessenkonflikte nochmal in einen ganz anderen Zusammenhang, weil es auch keine Perspektive gibt, diese Fragen darüber zu lösen, dass man andere Verteilung vornimmt. Ja, das Verteilungsfragen sind damit tangiert, aber man wird das nicht im globalen Maßstab auf dem Level lösen können. Das heißt, es ist eine Frage, die sehr tiefgehend in der Weise ist, dass wir tatsächlich, ich könnte das zumindest nicht mehr den großen Wurf vorstellen könnte, wie man durchs 21. Jahrhundert kommt, ist mir vollkommen unklar. Wir leben eigentlich in einem Modell von Plan A, also das wirtschaftlich erfolgreichste Modell, was
was ja auch einige Vorteile mit sich gebracht hat, aber dass sich im Grunde genommen scheinbar alternativlos, den Punkt finde ich gut mit der Alternativlosigkeit, scheinbar alternativlos über die Erde zu verbreiten beginnt. Und wir haben keinen Plan B, was man mit so einer Situation anfängt, beziehungsweise wie sieht sie denn aus, die nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft, die Utopie des 21. Jahrhunderts. Niemand hat davon konkret eine Vorstellung. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Ich wollte noch einen zweiten Punkt machen, den man mal so ein bisschen vielleicht in die Diskussion führen muss und über den man mal nachdenken muss. Ich bin schon der Auffassung, dass das System crasht. Punkt. Also, womit wir es künftig zu tun haben, ist nicht eine Situation, wo einfach so etwas ist wie ein fortgesetzter Siegeszug des Neoliberalismus und so weiter. Der wird noch ein Weilchen so weitergehen. Aber womit wir es im Moment zu tun haben, ist tatsächlich ein Systemzusammenbruch, der aber schon vielleicht seit 20 Jahren stattfindet. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir völlig schwach darin sind, gesellschaftstheoretisch zu analysieren, was das eigentlich bedeutet, Systemzusammenbruch. Was bedeutet eigentlich so etwas wie Zerfall von Gesellschaften? In welchen zeitlichen Räumen spielt sich sowas ab? Wie geht das eigentlich? Wir neigen ja vor dem Hintergrund von Revolutionstheorien auf der einen Seite und Hollywood auf der anderen Seite immer dazu, uns Gesellschaftszusammenbruch als punktuellen Vorgang, also als verdichten, extrem historisch verdichteten Prozess vorzustellen. Vielleicht ist es aber ganz anders. Vielleicht ist es ja so, dass es auf vielfältigen Ebenen Erosionsprozesse gibt, die miteinander interagieren. Innerhalb dieser Interaktionen sind bestimmte Akteure besser darin, ihre Interessen zu realisieren. Viele sind in der Interessenrealisierung eigentlich Beschleuniger dieses Prozesses. Und in modernen Gesellschaften ist der große interessante Aspekt, dass jenseits eines fühlbaren Zusammenbruches und jenseits dieser Erosionsprozesse vieles noch weiter funktioniert, obwohl die materielle Basis eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Also das war mir zum Beispiel bei der Lehman-Geschichte so, darüber habe ich lange nachgedacht, wieso ist eigentlich Weltwirtschaftskrise und keiner merkt es so richtig. Ja? Das ist ja ein Unterschied zu den 30er Jahren, späten 20er, frühen 30er Jahren. Wir haben ja keine langen Schlangen vor den Ämtern, wir haben keine Totalausfälle in der Infrastruktur und sonst was. Warum? Weil die geschaffenen Infrastrukturen eine solche Beharrlichkeit haben und solche eigenen Funktionslogiken haben, dass erstmal solche Krisenerscheinungen sich in der Lebenswelt, in der gefühlten Wirklichkeit kaum auswirken, unmittelbar. Wenn sie sich dann auszuwirken beginnen durch Kürzungen im Sozialbereich oder sonst was, ist man schon wieder an einer ganz anderen Stelle und sozusagen im Modus der Krisenverarbeitung. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist eine Bringschuld der Sozialwissenschaften, mal darüber nachzudenken und vernünftige Theorien und am besten auch noch Empirien darüber abzuliefern, wie moderne Gesellschaften eigentlich zusammenbrechen. Ja? Ich glaube, die brauchen lange, um zusammenzubrechen. Übrigens war das auch eines der übersehenen Erkenntnisse in den Grenzen des Wachstums von 1972, wo es genau um die Fragestellung geht, wie geht es eigentlich? Und die Antwort gewesen ist, es geht eigentlich so, dass man das als Krise interpretiert, was vor sich geht, und dann folgerichtig anfängt zu basteln. Und zwar basteln an der Status Quo-Erhaltung. Um jeden Preis, ja? Dass man bloß wieder dahin kommt. Das ist restaurative Politik, die dort stattfindet und so weiter. Aber sie ist getragen von der Vorstellung, nach Überwindung der Krise ist alles wieder gut. Dann geht es ganz fein so weiter. Ja? Und das ist aller Wahrscheinlichkeit, so würde ich es zumindest analysieren, gegenwärtig nicht der Fall. Das ist vielleicht, wie gesagt, auch die gute Nachricht. Das ist ja gar nicht so schlecht, so ein Systemzusammenbruch zur rechten Zeit. Aber die schlechte Nachricht ist natürlich die, dass wir überhaupt nicht wissen, was die Folgewirkungen von solchen Zerfalls- und Zusammenbruchserscheinungen sind. Im Moment liegt gewissermaßen der Mehrwert auf Seiten derjenigen, die diese Situationen kapitalisieren. Ich denke, das ist bei der Eurokrise und der vorgeblichen Lösung völlig evident. Ich glaube auch,
dass man solche Erscheinungen wie die sogenannte Euro-Krise mit den Krisenerscheinungen, die ich nicht so nennen würde, mit den Endlichkeitsphänomenen im Bereich natürlicher Ressourcen und sowas im Zusammenhang denken muss, weil alles dieses zusammen sind ja Indikatoren einfach nur dafür, dass der Stress auf diesen Typ von Gesellschaft, der dort einwirkt, immer größer wird und insofern die Handlungsräume für Politik und für proaktive Gestaltung immer geringer wird. Ich glaube, das ist die Situation, die man hat. Und sozusagen, als ich eben zugehört habe, habe ich mir auch gedacht, wenn wir über sowas wie Rente und so reden, dann hat man ja immer trotzdem, also trotz sozusagen aller Positionierung im kritischen Bereich, schon so die Vorstellung im Hintergrund, dass die Welt im Großen und Ganzen doch noch so aussehen wird in 20 Jahren, wie sie jetzt aussieht. Vielleicht noch ungerechter, vielleicht auch irgendwie für Arbeitslose noch chancenloser. Ich glaube, das ist verkehrt. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren überhaupt nicht mehr über Rente sprechen, weil sich die gesellschaftlichen Verhältnisse so sehr verändert haben, dass diese Fragen sich noch ganz anders stellen und wahrscheinlich überhaupt nicht mehr sozialpolitisch moderiert werden. Zumindest würde ich mal anregen, das als Hypothese zu haben. Ich glaube, dass die Welt der Zukunft in vielerlei Hinsicht anders aussehen wird, als sie jetzt aussieht. Und da wir keinen Masterplan haben und keinen großen Wurf haben, jetzt kommt die Future 2-Sache oder viel eher das, worüber ich versuche auch theoretisch nachzudenken, ist, wie kriegt man denn, solange Handlungsspielräume noch vorhanden sind, und das sind sie in der Gegenwart, wie kriegt man dann Transformationsprozesse hin? Wie initiiert man sie? Was ist das Wissen, was man dafür irgendwo sich holen kann? Was sind die Akteure, die man dafür gewinnen kann? So, und da glaube ich, haben wir auch insofern eine sehr interessante Situation im Augenblick, das wäre zumindest mein Ansatz, dass wir erstens die alten Frontbildungen nicht mehr haben. Das habe ich vorhin schon angedeutet, aber bei den Feldern, wo ich engagiert bin, würde es mir sehr schwer fallen, die Trennlinien zu ziehen, die ich mit 25 oder sowas gezogen habe. Also ich kenne sehr viele Leute aus dem Lager, die ich früher für feindlich gehalten habe, aus dem Unternehmerlager oder sowas, die in ganz hohem Maße engagiert sind und zwar sehr ernsthaft auch engagiert sind dafür, tatsächlich über solche Fragen nicht nur nachzudenken, die ich gerade angerissen habe, sondern auch eine starke Notwendigkeit verspüren, da etwas zu tun, zum Beispiel ihr Unternehmen anders zu machen oder zum Beispiel unternehmerische Tätigkeit nicht als Tätigkeit zur Erhöhung von eigenem Gewinn zu betrachten, sondern ein Unternehmen als Instrument zur Gesellschaftsveränderung zu betrachten. Siehe Elektrizitätswerke Schönau ist so ein Beispiel und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer. Das sind Akteure, die hat es so aus meiner Sicht vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Desgleichen gibt es, das muss ich ja auch nicht groß ausführen, viele Aktivitäten in einem eigentlich unorganisierten, unformalisierten sozialen Bereich, wie Nachbarschaftsgärten und solche Projekte, die jenseits etablierter Institutionen neue Formen sozialer Organisation erfolgreich ausprobieren. Und es gibt natürlich auch sehr interessante Experimente im Rahmen der Geldwirtschaft und so weiter, wie man versucht auf der Ebene lokaler Währung, Regionalgelder und so weiter, andere Formen experimentiert, wie man wirtschaftet. Es gibt auch ein völlig anderes Mischungsverhältnis zwischen großräumigen Ökonomien und kleinräumigen Ökonomien und die sind, gibt es sehr viele interessante Experimente, wie ich finde. Und was Future 2 macht, ist eigentlich überhaupt nichts anderes, als diese Phänomene, diese Projekte, diese Akteure aufzusuchen, das zu beschreiben, was sie tun, darüber Geschichten zu erzählen in einem ganz klassischen Sinne, aber das sieht man nicht auf der Homepage, das ist eher die Hintergrundperspektive, dass man aus dieser Menge, dieser Geschichte, das sind ja alles Fälle von Veränderung, von praktizierter, nicht von postulierter, sondern von praktizierter Veränderung, dass man aus der Menge dieser Fälle analytisches Wissen auch dafür bekommt, wie kann denn überhaupt ein Weg aussehen in so eine zukunftsfähige und das wäre für mich eine nachhaltige Gesellschaft. Ich bin gleich, rede ich schon wieder zu lange?
Okay, dann mache ich auch gleich den Punkt. Ich möchte aber noch mal eine Begründung dazu liefern, die über das reine Sammeln solcher Geschichten wie bei so einem Album oder sowas hinausgeht, der mir sehr wichtig ist. Parallel zu dem, was ich vorher beschrieben habe, zu den Entwicklungen, sagen wir mal, der letzten 20 Jahre, Neoliberalismus etc., vollzieht sich ja auch noch, zumindest in solchen Ländern wie der Bundesrepublik, eine radikale Entpolitisierung oder hat sich vollzogen. Ja? Menschen treten nicht mehr für ihre Interessen ein. Menschen sind wenig bereit, überhaupt es für möglich zu halten, dass sie für ihre Interessen eintreten können. Und das liegt meines Erachtens nach nicht unbedingt daran, dass sie dümmer geworden sind, sondern es liegt daran, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Kultur zu verzeichnen haben, die sehr statisch ist, die sehr wenig über Möglichkeiten diskutiert, die sehr utopiefeindlich geworden ist, die im Grunde genommen einen sehr starken Gegenwartsbezug etabliert hat, in dem alles gewissermaßen in sich selber kreist, ja, wo alle ein bisschen ängstlich sind, wie das Ganze wohl weitergehen mag, aber je ängstlicher sie sind, desto stärker wird die Gegenwartsfixierung. Was wir aus diesen Geschichten und aus diesen Fällen versuchen auch zu ziehen, ist der Hinweis darauf, dass es unerwartbare Möglichkeiten gibt, dass man, wenn man diese unerwartbaren Möglichkeiten am praktischen Fall kommuniziert, man auch dazu kommt, das Ganze als ein noch unfertiges, noch vollkommen lückenhaftes politisches Projekt des gesellschaftlichen Umbaus verstehen zu können, dass man aus der Vielzahl dieser Geschichten beginnen kann, auch eine Gegengeschichte gegen den Status quo zu erzählen. Da kommt das politische Moment mit rein und das ist meine naive Vorstellung, auch aus sozialpsychologischer Sicht, wie man eigentlich dazu kommen kann, gegen diesen Prozess der Entpolitisierung zu steuern. Letzter Satz dazu. Das kann man nicht mit Daten machen, das kann man nicht mit Kennziffern machen. Man kann keine Attraktion für Veränderung darüber erzeugen, dass man irgendwie sagt, was der Fall ist. Das kann man meines Erachtens nach nur machen, indem man eine andere Geschichte über sich selbst und eine andere Geschichte über die Zukunft, die man gehabt haben wird, erzählt. Das meine ich ganz wörtlich. Das Medium der Geschichte ist von ganz zentraler Bedeutung. Und wir sind im Moment, deshalb gibt es diese Gegenwartszentrierung der real existierenden Gesellschaft, wir erzählen keine Gegengeschichte zu der und die erzählt nur eine Geschichte über sich selbst, die in den Metaphern und in den Modellen des 20. Jahrhunderts sich artikuliert mit Wachstum, Fortschritt und solchen Dingen. Und ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, zu diesem Ansatz der Repolitisierung zu beginnen, endlich wieder eine andere Geschichte über sich selbst zu erzählen. Das ist Future 2. Vielen, vielen Dank.